Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hitman, dem Let's Play. Und in der letzten Folge haben wir ja erfolgreich zwei Ziele ausgeschaltet und wir haben, so wie es aussieht, den Zugang zum Labor gefunden. Und das werden wir jetzt herausfinden. So, sieht aus wie eine Höhle. Und die soll ja unterirdisch sein, die geheime Labor, denn wir müssen noch den Virus eliminieren. So, da steht ein Wachmann mit Bommel. Mit dem Rücken zu uns. Den müssen wir eliminieren. Zumindest bewusstlos bekommen. Ablenken und dann. Das war knapp. Ja, er geht der ganzen Sache nach. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Er musste sich natürlich umdrehen. Draußen steht auch noch ein Wachmann. Jetzt kommen wir in die Klemme. Oh, er bleibt stehen. Haben wir noch Glück? Ansonsten werden wir jetzt überwältigen. Spätestens, falls er sich doch umdrehen sollte, dann still und leise von hinten, ne? Denn das macht ein Hitman. Dam 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 dam. So, gute Nacht. So, dann bedanke ich mich mal für deine Uniform. So passen wir besser rein als Villa-Wache. Denn das fällt definitiv auf. So, können wir den hier irgendwo beseitigen? Da ist die Kiste. Dort stopfen wir dich rein. So. Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir müssen erstmal das Labor finden. Haben wir ja, mehr oder weniger, denn da unten ist es. Während ich hier mal den Tisch weglute. So, die Waffe nehmen wir auch. Jetzt sind wir vollständig als Wache. So, und wo ist der Virus? Hier unten nicht. Muss hier irgendwo sein, denn den müssen wir zerstören und ich hoffe, das schaffen wir in dieser Folge. Aber ich weiß nicht, was uns hier noch alles erwartet. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Natürlich, da unten haben wir zwei mit einer Bommel, die uns erkennen würden. So, darunter müssen wir. Herrlich, da hinten steht ein Flugzeug. Zur Abreise bereit. Das ist bestimmt auch ein Fluchtpunkt, wenn wir das hier geschafft haben. Das sieht einfach Hammer aus. So, da stehen zwei Wachposten, aber noch interessieren sie uns nicht. Oh, hier haben wir einen Felsbrocken. Ja, so kann man nichts machen. Bestimmt, wenn wir dagegen schießen würden, würde der runtersausen. Aber das würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Oh, ein Generator, da haben wir noch eine Kiste. Ausschalten. Okay. Aber eine Wache mit einer Bommel. Das wäre natürlich genial, wenn die hochkommen würde, hätten wir ein Problem weniger. Dann machen wir das mal. Gebiet wird untersucht. So, jetzt heißt es schnell. Ja, super. Ich wollte den mit der Bommel auf den Kopf. Egal. So. Da kommt ein Wachposten mit einem Fragezeichen über den Kopf. Wieso, weshalb, warum ist der Generator aus? Da haben wir einen Hammer, dann nützt uns aber nicht viel. Nun gut, wir schauen mal, was er macht. Der wird den bestimmt wieder einschalten. Ja, tritt dagegen. Kostet nichts. Ich kann nicht wissen, wie viel Strom überhaupt dieses Labor verbraucht. So, der Wachposten geht wieder runter. Wir kommen hier nicht weiter. Wir brauchen, glaube ich, einen anderen Weg. So, mal gucken, wo wir hier lang kommen. Da oben stehen zwei mit einer Bommel. Ah, Exit-Schild. Da kommen wir wieder raus. Das wollen wir nicht. So, hier gibt es eine Treppe nach oben. Ah, das sieht auch wie ein Ausgang aus. Gibt doch einige Eingänge. Hätte ich nicht gedacht. Also von der Villa aus hätten wir es auch geschafft. So. Was haben wir denn hier um die Ecke? Oh, hier. Das sieht gut aus. Hier geht's nach unten. Ich hoffe, die haben den Tunnel hier ordentlich gebaut. Nicht, dass mich hier ein Felsbrocken erschlägt.
Ach, jetzt kommen wir bei den zwei Wachen raus. Okay. Vorsicht ist geboten. Da kommt ein Doktor. Ansonsten ist eigentlich alles sauber. An denen müssen wir vorbeikommen. Heikel, heikel, heikel. Na, hier geht's auch noch weiter. Wo geht's hier lang? Sackgasse. Okay. Aber die Mauer könnten wir zum Einsturz bringen. Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir sind ja schon drin. Einmal das Rattengift aufgenommen und gut ist. Da haben wir eine Propangasflasche. Die würde ich ungern einsetzen, denn das erregt zu viel Aufsehen. Aber wenn wir hier dran vorbeilaufen. Ja, ich muss die irgendwie ablenken. Ja, da haben wir die Münzen. Schmeißen wir mal. Zack. Ein Wachposten hat zumindest. Eine andere Wache. Der hatte zwar reagiert, aber. Die andere Wache ist hingelaufen. Ja. Stupid Freak Motherfucker. So, na, versuchen wir es nochmal. Wir haben ja noch 4 Stück. Gut, jetzt sind es 3. Ach, jetzt hat der Laborfuzzi da. Sehr schön. Das funktioniert wie eine 1. Dann gehen wir halt hier lang. Okay, haben wir einen Schlauch? Können wir da irgendwas machen? Wenn ich hier lang gehe, fliegen wir auf. Was machen wir jetzt? Ja, das seht uns. Wir gehen trotzdem unauffällig weiter. Mahlzeit, Mahlzeit, ja. Okay, da hinten haben wir auch noch 2 Wachposten. Aufpassen. So, jetzt gehen wir erstmal hier bitte in Deckung. Och, das sieht geil aus. Mit dieser Ausfahrt, mit dem Flugzeug. Das ist noch ein Kampfmesser, aber wir haben eins. Eins reicht. Die gehen wie Butter durch die Kehle. Okay. Das hier sieht ja aus wie ein Labor, jawohl. Oh. Oh. Und sieht jemand? Schnell weg. Bevor sie uns erkennen. Aber es war ganz flach. Glück gehabt. So, was haben wir denn hier hinten? Links und rechts ein Wachmann mit einer Bommel, die uns sehen könnten. Da hinten ist die Gelegenheit. Ein Terminal. Ah, da drüben ist auch wieder einer mit der Bommel. Können uns alle erkennen, wenn wir nah genug dran sind. Das ist Mist. Ah, das ist das Labor. Was machen wir denn am besten? Ja, wir machen Kampfmesser vorbei. So. Hier kommen wir auch lang. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Nein, das ist sauber. Eine Kante. Fällt ja gar nicht auf. Lalalala, wenn wir hier langlaufen. Als Wachmann. Kein Problem. Und wir gehen auch immer Umwege. Hier hätten wir auch lang gehen können. Okay. Nun gut. Eine Kante zu erklimmen. Ein Ziegelstein, den nehmen wir natürlich mit. Wir kommen dem Ziel immer näher. So, jetzt müssen wir natürlich uns fallen lassen. Natürlich. Ein kleiner Sprung für mich, ein großer für die Agentur. So, die Wachen müssen wir erstmal hierher lotsen. Wir brauchen keine Zeugen, die uns bemerken können. Schraubenzieher nehmen wir natürlich auch mit. Und du stehst gerade echt beschissen. Du musst weiter hier rüber. Münze, zack. So, und jetzt ein braver Wachmann. Und geh schauen. Wer macht es? Okay, und die folgen dem nicht. Dann werden wir uns mal jetzt um diesen Wachmann kümmern. Und dann ab mit dir in diese Kiste. Ach, wie schön. Zack, beseitigen. Rein, Danger. Oh, oh. Ich glaube, das ist ein Fass mit Säure. So wie das gerade klang, hat es diesen Herrn komplett aufgelöst. Aber immerhin ist der Wachmann mit der Bommel weg. Und wir können jetzt hier durch, ohne erkannt zu werden. Das ist nice. So. Jetzt haben wir hier hinten nochmal 2 Wachmänner.
Ach, das ist doch Gurke. Wie machen wir das jetzt? Da ist irgendwas, aber da kommen wir nicht ran. Ich glaube, wir müssen uns einen Laborkittel besorgen. Gas freisetzen. Okay, können wir eh nicht machen. Fehlt uns das Werkzeug dazu. So. Zack. Dann versuchen wir mal jetzt den Laborhain, der hier vorne stand, hier hinter zu locken. Und es scheint zu funktionieren. Sehr schön. Muss hier hinter. Nicht da. Das sieht doch der Wachmann dich. Oh, jetzt geht er wieder zurück. Wissenschaftler sind eine Wissenschaft für sich. Der ganz da hinten macht das mal Liegestütze, dem ist zu kalt. Ach, jetzt kommt der Wachmann. Ich wollte den Wissenschaftler. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um den Wachmann. Du kommst gleich zu dem Kollegen ins Säurefass. Ja, können wir auch gleich mal ausprobieren. So rum. Ich wette mit euch, in die Kiste passen mehr als zwei Leute, weil ohne jetzt diese Säure würden nur zwei Leute reinpassen und die Kiste wäre voll. Man kann in diese Kisten ja keine drei Personen reinstecken. Jetzt bin ich gespannt. So, der ist ja jetzt alleine quasi. Den können wir auch eigentlich auch so ausschalten. Na komm. Na komm. Und zack. Schlaf ein. Und das ganz schnell, mein Freund. Sehr nice. So. Komm her, ziehen. Wir verstecken ihn erstmal. Hinten sind wir alleine. Dann können wir uns in Ruhe umziehen. So. Damit. Gut, die Waffe müssen wir dann noch loswerden. So. Wo ist sie? Da. Ablegen. Gut. So, mein Freund. Ab. Und. Ja. Er passt auch rein. Also. Die Flüssigkeit da drinnen. Ich gehe doch mal von Säure aus. Ja. Zersetzt jede Person, die wir dort reinlegen. Und das Geräusch dazu. Sehr. Nice. So. Oh, ein Gespräch. We're at a critical stage of development and we keep the central lab perpetually doused in chemicals. In case of an outbreak. Yes. We use a unique compound that breaks down the protein coating, which protects the virus, effectively killing it by damaging its DNA and RNA, so it neither infects cells nor replicates within the cells. Belts and suspenders, huh? You better believe it. In its natural state, the prototype could infect and kill everyone inside this lab in a matter of minutes. The most ferocious organism you've ever seen. Now all we have to do is tame it. Anyway, the air purification system clears the toxin, so you can enter without a hazmat suit. Just don't do it unless you're in a hurry. Thank you. Duly noted. Ah, okay, also mit dem Luftreinigungssystem können wir quasi die giftigen Gase vorübergehend ausschalten, damit wir keinen Schutzanzug brauchen. Da sehen wir nämlich gerade die Leute. Okay, ansonsten brauchen wir nämlich einen Schutzanzug. Ganz wichtig. In case of an accident, Gelegenheit entdeckt. The central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin. But the controls are only operated by senior lab personnel. Lebensfeindliche Umgebung. Die Luft in der zentralen Laboreinheit ist toxisch. Sie brauchen einen Schutzanzug, um sie zu betreten. Im Fall eines Unfalls werden Chemikalien in die zentrale Laboreinheit eingeleitet, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Betreten des Labors ohne Schutzanzug wäre zu diesem Zeitpunkt tödlich. Das Luftreinigungssystem ist in der Lage, das Toxin zu neutralisieren. Genau das, was ich gerade quasi gesagt habe. Biolabor-Sicherheitsprotokoll. Hier nochmal einmal die kurze Zusammenfassung darüber. Interessant. Also hätten wir die Möglichkeit, ohne Schutzanzug auch dort reinzugehen. Aber ist die Frage, wie lange ist das, bleibt das an? Ich glaube, es ist nur das funktioniert nicht, auch wenn wir jetzt dies gerade eingeschaltet haben.
Besorgen Sie einen Schutzanzug. Okay. Wo kriegen wir diesen jetzt her? Das ist die Frage. Ja, bla bla bla. Bla 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 bla. So, wo kommen wir hier hin? Ach, auf dieses Deck, alles klar, wo wir vor uns nicht runtergekommen sind. Weil wir als Wachposten wegen dem Soldaten hier unten hätten uns enttarnen lassen. Alles klar. Okay, dann gehen wir hier ganz unauffällig vorbei. Ja. Der hat zwar eine Bommel über dem Kopf, aber er sieht uns nicht. So, was haben wir denn hier? Ach, das Labor, genau. Da gehen wir mal hier rein. Das scheint ja eine Verbindung zu dem Virus zu haben. Oh, die hat eine Bommel, da müssen wir aufpassen. Alle anderen scheinen sauber zu sein. Ich würde mal sagen, wir schlüpfen hier erstmal unter und tun erstmal so, als wären wir hier ein Wissenschaftler. We all signed an NDA the size of a phone. Yeah, well, there was this incident a while ago. A researcher made a copy of his hard drive and tried selling it to one of his competitors. He was killed. Luckily, we'd all have to go. Just seriously, don't touch anything during the attack. My license? Right. Interessantes Gespräch. So, der Weg scheint frei zu sein. Sieht sehr gut aus. Die da hinten ist beschäftigt, die uns erkennen könnte. Oh, 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 oh. Alles gut. Alles sicher. Gerade so geschafft. Sehr schön. Ja. ABC-Anzug. Her damit. Na? Willst du? Jetzt. Nice! Sehr schön. Wir haben einen Schutzanzug. Das sieht ja mal geil aus. Tag. Betreten Sie das Biolabor. Na, das werden wir doch mal glatt machen. Das sieht ja mal geil aus. Herrlich. Wow. Ah, so ein Bestrahlungssystem. Dass wir gereinigt werden. Nice. Sehr geiler Effekt. You're all set, 47. Time to kill the competition. There, in the sealed container. The virus prototype. Ja, der Virus ist da in dem Behälter dort. Ja, klar. Herrlich. Sehr schön. Computer sabotieren. Okay. Hier können wir wieder untertauchen. Machen wir doch glatt mal und beobachten. Also da haben wir einen. Dort haben wir zwei. Dort müssen wir ran. Wie machen wir das am blödsten? Was haben wir denn hinten hier? Was ist das Schönes? Manuell überbrücken. Roboterarm. Roboterarm Probe nehmen. Okay. Probe. Processing. Haha, das ist ja lustig. Oh, wie so ein kleines Minigame. Ich glaube nicht, dass es zwar viel Sinn hat, oder dass es überhaupt einen Sinn hat. Processing. Aber es ist cool. Es ist mal was anderes. Nice, sehr schön. So. Wir gucken da immer noch blöd in die Röhre. Okay. Kommt wieder einer. Sagen wir hier, ausschalten. Ach, das Lüftungssystem ausschalten, okay. Wow, alles klar. Sehr nice. Ratten vergiften. Was passiert da? Oh, Gebiet wird untersucht. Oh, 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 oh. Untertauchen, ganz schnell. Holla, die Waldfee. Ah, einen haben wir damit weggelockt. Sehr nice. Oh. Auch wenn die armen kleinen Tiere darunter leiden mussten. Aber die machen ja eh ihren Virustest heran. Der guckt jetzt blöde. Da steht immer noch einer. Ja, müssen wir bestimmt den Computer da drüben noch machen. Sabotieren.
Mal gucken, ob wir Erfolg haben. Oh. Gebiet wird untersucht und alles ist rot. Das kann nicht gut sein. Gerade noch gerettet. Jawohl, an der zweiten haben wir weggelockt. Sucht. So, der scheint auch beschäftigt zu sein. Das ist unsere Chance. Jetzt hier am Terminal. Temperatur erhöhen. Es steigt von 2 Grad auf 3. Gebiet wird immer noch untersucht. Wir tarnen uns mal wieder. Wir sind alle immer noch beschäftigt. Was für eine Spannung. Mills ist aktuell immer noch nicht zerstört. Ich denke mal, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das soweit ist. Und... Na? Bam! Virus zerstört. Suchen Sie einen Ausgang. Ja, und dann kommen sie plötzlich wieder angerannt. Und jetzt schieben sie Panik. Ach Jungs, was ihr in den Mund nehmt, nimmt manche noch mal in die Hand. Böse Wörter. So, wir haben es geschafft. Das Virus ist zerstört. Und jetzt müssen wir einfach bloß noch unerkannt herkommen. Oh, da gibt es noch Instruktionen. Ja. Und 2 von 3 verlassen wir mal das Labor. Schließen wir uns mal an. Und hoffen, wir können jetzt ohne Probleme unerkannt entkommen. Und jetzt sind wir immer noch nicht enttarnt worden. Sehr schön. So, die folgende. Ja, Dankeschön für die Türe zumachen. Herrlich. Ja, noch einmal. Doppelt hält besser. So, komm, Codekarte durchziehen. Sehr schön. So, wir folgen den mal. Oh, ein Doktor. Oder ein Laborant. Okay, die stellen sich ja auch unter eine Dusche. Zum Reinigen. Da tun wir das auch mal. Damit es nicht auffällt. Würde ich sagen. Ach, schön. So, eine Dusche ist doch sehr erfrischend. So, come on. So, jetzt stehen wir gerade. Sehr schön. Ach ja. So, genug. Der nächste Kollege kommt schon. Ach, hier könnte man untertauchen. Um zu wissen. Dann geht das mit der anderen Dusche nicht. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Wir lassen es lieber. So, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Ausgang. Da hinten haben wir einen. Wie ich es vorhin schon gesagt habe. Da hinten haben wir auch noch einen. Dann werden wir den nehmen am Flugzeug, denn das ist näher. Und wenn wir das erreicht haben, ist diese neue Mission erfolgreich beendet. Und das heißt, wir müssen natürlich auf die nächste Veröffentlichung der nächste Mission vom Hersteller warten. Und das wird dann hoffentlich demnächst sein. Also nicht wundern, wenn demnächst erstmal keine weiteren Hitman-Folgen. Das klingt gut. Der Virus-Prototyp, okay. Ja. Alles klar. Ja, wie gesagt. Wir müssen dann natürlich erstmal warten, bis die nächsten Missionen, ja, vom Hersteller veröffentlicht worden sind, und ich hoffe, das ist dann demnächst der Fall. Also nicht wundern, wie gesagt, wenn in nächster Zeit keine Hitman-Folgen mehr erstmal erscheinen. Aber ich werde mal gucken, vielleicht eventuell noch die anderen Wege wenigstens euch zu zeigen, wie man die Ziele hier eliminieren kann. So, davon genug. Wir machen uns auf den Weg zum Ausgang, auch wenn uns jetzt gerade welche sehen, aber das sollte uns nicht stören. Da ist unser Ausgang. Das war unsere neue Folge von Hitman. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.
Ether Security's in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus, not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even.